Dieser junge Mann hat an diesem Wochenende deutsche Eishockeygeschichte geschrieben, ohne auf dem Eis zu stehen. Das deutsche Eishockey-Ausnahmetalent Leon Dreiseitel ist beim NHL-Draft von den Edmonton Oilers als dritter Juniorenspieler seines Jahrgangs gezogen worden. Der 18-Jährige, der im Mai bei der Weltmeisterschaft in Minsk sein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben hatte, wurde damit bei der Verteilung der größten Talente so früh ausgewählt wie kein Deutscher vor ihm. Vor dem Mittelstürmer wurden lediglich die beiden Kanadier Aaron Ekblad für die Florida Panthers und Sam Reinhardt für die Buffalo Sabres ausgewählt. Der einstige Torhüter Olaf Kölzig war als bislang frühester Deutscher 1989 von den Washington Capitals an 19. Position gezogen worden. Nationalstürmer Marcel Gotsch 2001 von San Jose an Position 20. Leon Dreiseitel ist der Sohn von Ex-Nationalstürmer Peter Dreiseitel, der in der DL auch schon Duisburg und Nürnberg trainierte.